Also, erzähl mir vom Wolf. Er ist ein großer Mann. Der Sparta zum Sieg gegen die Athener führen. Nein, nein. Wie ist er als Mensch? Dann bleibe ich mal bei ihm. Ich glaube, das hat die genervt, dass ich weggerannt bin. Auf seine Art sorgend. Aber manchmal... Ja? Ach, nichts. Nur sein Blick schweift oft in die Ferne. Und ich spüre große Trauer in ihm. Er ist Spartas Feldherr. Aber auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Man kann das Leben nicht ohne Reue leben. Nein. Aus. Nein. Kein Wolf. Wie der Wolf schon wieder anders als alle, an denen ich bisher teilnahm. Zu mir kommt. Nach diesem Spiel mag ich echt keine Wölfe mehr wahrscheinlich. Ja, wirklich. War echt klar. So, jetzt bin ich wieder da. Okay, ich dachte gerade die... Okay. Gut, dann nehme ich mal seine Drachen. So. Warte, ich speichere hier. Aber ich will das nicht nochmal erleben. Okay, also die Kronen muss ich erobern. Bist du bereit, die Athener zu vernichten? Gut, das wissen wir jetzt. Auf in die Schlacht. Ich bin bereit für den. Ah, schön. Sparta! Oh Gott. Entschuldigung. Wenn jemand von hinten kommt, werde ich scheu. Danke für den Anschub. Warte, ich muss mal schauen. Wo sind die Kronen? Da hinten ist die Krone. Ja, stimmt. Entschuldigung, ich muss mal kurz... Das ist meiner. Oh, doppelt... Sehr schön. Durch ihn durch. Ah, da ist er. Super. Nee. Was ist der nächste? Da ist der nächste. Entschuldigung. Sehr geil. Wow, von hinten. Also ich habe ihm den Rücken gezeigt und hoho, das war ein geiler Move. Au. Wupp, 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 wupp. Ich fühle mich ein bisschen gerade wie so ein Jedi mit zwei Lichtschwertern. So einfach durchmetzeln. So. Ah, hier. Ja.
Nein, das war zu früh. Nice. Schön, schön, schön. Nächster. 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 Nicht du. Du hast keine Krone auf. Ah, da. Danke. Ich bin ein bisschen wählerisch, was meine Gegner angeht. Au, Blocker. Alter. Na gut. Das ist so gemein. Oh, da ist noch einer. Oh, haha. Dann lasse ich euch mal stehen. Wo ist eine Krone? Wieso wird es so gelb? Oh, es ist vorbei. Nice. 12 Soldaten getötet und 6 Hauptmänner. Was habe ich dafür bekommen? 8-mal Erz, 580 Gold und das schauen wir uns nächstes Mal an. Nice. Der Wolf verlangt, den Söldling zu sehen. Den Söldling? Wir werden gleich bei ihm sein. Bei allem Respekt. Er wünscht, den Söldling alleine zu treffen. Was? Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht, wieso. Das ist doch egal. Das waren seine Befehle. Nun gut. Wie es scheint, kann ich mich wohl um Dringenderes kümmern. Bye bye. Ah, sehr schön. Gut. Dann müssen wir, ja, wer von der angefangen hat, weil Athen. Ja, Verbündeten zur Hilfe eilt, um gegen Sparta zu kämpfen. Dann hätte ja Sparta angefangen und nicht Athen. Ich kann es kaum erwarten, bis das neue God of War Game rauskommt. God of War. Ja, ja, krass. Es gibt immer 3 Kronen. Wenn ich mich recht erinnere, ja, besser. Der kleine Baby-Fanboy will Papi nicht sehen. Also ich empfehle, den nicht zu töten, aber hey, ist deine Entscheidung. Ja, ich werde den auch nicht töten. Also, weil es war ja auch nicht seine Schuld. Also das war ja, wie gesagt, die Spartaner waren ja noch heftiger mit dem Glauben auch als... Gut gekämpft. Dankeschön. Für eine Söldnerin. Ich könnte es mit euch allen gleichzeitig aufnehmen. Nee, eigentlich nicht. So. Ja. Also, ja, hat das bei der war das eigentlich nicht, aber vor allen Dingen. Es hätte meine Meinung ja nicht geändert. Oder es hat meine Meinung nicht geändert. Wie gesagt, also es war nicht seine Schuld. Ich bin echt gespannt, ob wir ihn sagen, dass er mein Vater ist. Und was ist, wenn wir es nicht tun? Weil wir haben ja quasi den Auftrag, dass wir es tun müssen. Also gut. Was soll ich denn sagen? Ja, eben. Also ich würde schon ihm sagen, dass wir seine Tochter sind. Und je nachdem, wie er drauf reagiert. Also, ja, machen wir es spontan, aber ich bin eher dafür, ihn am Leben zu lassen.
Schlachtfeldhöhle. Mörderin! Sie hat ihn getötet! Du bist also die Heldin, der wir den Sieg verdanken. Sag mir deinen Namen, damit ich dich als Kriegerin würdig empfangen kann. No. Jere, Pater. Es ist lange her. Ach, sie sagt es sofort. Unmöglich. Ich sah dich fallen. Ich bin nicht gefallen. Du hast mich in den Tod geschickt. Ich tat, was von mir als Spartiaten erwartet wurde. Ich habe meinen Frieden gemacht. Mach du den deinen. Du warst mein Vater. Du hättest mich beschützen müssen. Du warst leichtsinnig. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich habe meinen Bruder beschützt, weil du es nicht getan hast. Das Orakel sagte eindeutig, dass Alexios sterben muss. Ihr Wort ist Gesetz. Das weißt du. Du kannst dich nicht länger hinter deinem Pflichtbewusstsein verstecken. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, Cassandra. Ich lebe und sterbe als Spartiat. Es winkt eine große Belohnung für den, der dem Wolf den Kopf abschlagen kann. Bist du deshalb gekommen? Ich bin hier, um mich zu rächen. Ich bin hier, um Antworten zu bekommen. Ja, um uns zu rächen, glaube ich eh nicht. Also ich glaube nicht, dass sie sich rächen will, aber sie will Antworten bekommen. Die Cassandra ist ja immer super neugierig, ne? Ja, wie gesagt, also ja. Machen wir mal die zwei. Du hast dich lange genug gedrückt. Jetzt wirst du dich verantworten. Obwohl du den Tod verdienst, liegt keine Ehre auf dem Feld der Rache. Du musst dich den Geistern der Vergangenheit stellen, Pater. Und das ist noch viel schlimmer als der Tod. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Ich habe dich nicht beschützt. Euch beide nicht. Ich liebte dich. Und deinen Bruder. Als wärt ihr die meinen gewesen. Aber das wart ihr nie. Was meinst du? What? Das ist eine Frage. Die musst du deiner Mutter stellen. Mein Plan. Finde deine Mutter. Sie finden. Wo Murina auch ist. Sie weiß mehr darüber als ich. Wohin gehst du? Meine Ehre suchen. Meide die Schlangen im Gras, Cassandra. Oh, wir kommen hier in den Helm jetzt. Oh, der ist cool. Ich muss von hier verschwinden. Ich sollte zurück zu Barnabas. Alter. Abgesehen davon, dass es ja wieder so ist, so ja, ich könnte es dir zwar sagen, aber such mal den und den und dann, oder so ja, es ist wahrscheinlich der letzte Zeitpunkt, an dem wir uns jemals sehen werden, aber beim nächsten Mal sage ich dir über irgendwas Wichtiges Bescheid. Das ist so oft so, aber ja, egal. Ich fände es ehrlich gesagt gut, dass wir den jetzt am Leben gelassen haben, weil
Bevor sie, sie hat es ja auch gesagt, dass mit, er muss mit der Schande oder mit dem, was er getan hat, leben. Und das hat ja zum Beispiel der, oder die, die Sarah kennt, bei der Serie Mentalist, gab es eine Folge, an der, oder in der eine Schwester eben getötet wurde und der Bruder, der kleine Bruder, wollte halt, dass der Chain, oder den, der Mentalist halt, den Mörder tötet. Und dann hat eben der Chain gesagt, so, ja, es, also sterben müssen wir alle, aber es ist viel schlimmer, wenn man was bereut, sein Leben lang. Ist halt, genau, ist halt genauso. Und das, deswegen wollte ich den auch an, am Leben lassen. Der kleine, ah, genau, genau, der kleine Bruder wollte ihn selbst töten, ja, 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 genau. Genau, aber ihr habt da währenddessen voll viel geschrieben, warte mal. Ich habe ihn auch getötet, Sarah, du hättest ihn getötet, okay. Cassandra ist so, wie du ihn spielst, Tobi, wenn du 1000 Fragen stellst, dann ist sie neugierig. Aber ich brauche doch Infos. habe ich ja auch. Aber ich habe dann alle Endings angeschaut und ich bin ein Ironie-Fan und naja. Ja, ja. Genau. Ich habe ihn auch am Leben gelassen. Kein Mensch sagt Pater. Echt? Die sagen nicht Pater. Das ist der Helm von den was von den Promotion Material. Ich habe eine Statue und Alexios, da trägt er den. Dass ich nicht weiß, wer ihr Vater ist. Weil du hast die Statue so krass mit dem Mentalist. Ja, genau. Ja, als er gesagt hat, ich habe meinen Frieden gemacht, mach du den deinen. Da hat er mir mich auf die Palme gebracht. Ja, wobei, also ich habe das, also das war eine, ja, eine Lüge. Also wir wissen ja von dem, von den neuen Adoptierten, so, wie heißt der Blöde, der hat ja auch gesagt, so, ja, er ist voll toll, aber manchmal ist es so eine tiefe Traurigkeit drin. Genau. Du bist Spartiatin und willst zu den Gegnern von Sparta. Wirklich Schande. Ja, aber was würdest du machen? Also, wenn du von den Göttern, also wenn du Spartiat bist und von den Göttern wirst du quasi, oder wird dein Vater gezwungen, seinen Sohn zu töten, wärst du dann immer noch Spartiat? Nachdem er gespinnt hat, und das ist das Erste, was er zu ihr sagt. Ja. Das Wort für Vater ist Patera. Kein Mensch sagt Pater zu seinem Vater. Ein Pater sagt nicht mal, sagt man zum Priester in der Kirche in diesem Zeitalter. Im Spanischen ist es Patre. Ja, genau. Ja, naja, das hat ja gepasst, was der Demi gesagt hat. Passt es eigentlich, wenn ich Demi sage, oder soll ich Kay sagen? Weil wahrscheinlich sage ich lieber Kay oder so, damit die an... oder... ja. Naja, wobei, also Kay ist Demi an alle anderen. Ich sage jetzt Demi. So. In Deutsch ist es Papa. Das wäre ich Jod. So. Plus 3. Was haben wir hier? Attentatsschaden. Schaden gegen Athena. Plus 20% Schaden mit der Fähigkeit Spartaner. Spartiatentritt. Das ist lustig. Aber Dolche machen schon echt mega Fun. Aber das Schwert ist geil. Kriegerschaden,
Attentat. Ich mach mal trotzdem den, weil Kriegerschaden. Ja. Machen wir halt eher nicht so. Hä? Haben wir nicht den. Warte mal, ich dachte, wir haben den Helm bekommen. Haben wir nicht den Helm bekommen? Nee, das ist ja ein Athena-Helm. Wir haben doch gerade den Helm bekommen, dachte ich. Oder nicht? Schade. So, Kriegerschaden. Das zerlege ich mal. Nee. Plus 14 Rüstung ist zwar nice. Aber wenn wir die ganzen Boni aufgeben müssen dafür, nee. So. So lange Spaziat, wie durch meine Adern auch noch ein Tropfen. Oh, bist du so ein Spaziat? Oh. Ist gut, kenn mich ja keiner außer du. Ja, nee, ich meinte nur, weil, wenn ich sage so, ja, Dimmi hat recht, dann denkt sich so jeder so, warte, wer heißt hier Dimmi? Deswegen habe ich das gefragt. Klingt nach einem Checksatz. Ja. Ich bin auch so lange Deutsche, wie ich lebe, weil ich das halt bin. Wäre ich im Zweiten Weltkrieg für Deutschland gewesen? Nö. Ja. So. Ich glaube, den Helm bekommst du erst, wenn deine Mission fertig ist. Ah, okay. Sprich mit der Barnabas. Ah, okay. Barnabas. Gut. Ich dachte gerade, was macht die da? Bitte unterlassen Sie das. Verfallener. Ah, hier sind Banditen. Gespenster und da ist ein Hund. Wieso sehen die mich? Was könnte das sein? Keine Ahnung, ein Affe. So. Die könnte ich mal töten, ne? Oder auch nicht. Das ist ein bisschen dumm hier, ne? Warte mal. Verdammt. So niedrig komme ich gar nicht. Was war das? Hä? Ja, und da hast du mich jetzt gesehen, ne? Ach, ihr könnt mich mal. Hast du nicht? Ich bin immer noch da, wo ich war. Wieso? Ich stehe klar über dir.
Hi. Dich töte ich jetzt mal so. Schlitz, schlitz, schlitz. Also zwei Dolche sind halt schon richtig heftig. Bam, 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 bam. So. Oh, servus. So. Oh. Wir haben auf jeden Fall ein paar Schilde gesammelt, wie es aussieht. Wie die mich die ganze Zeit nicht gesehen hat. Und dann... Warte, wo stand die? Die stand hier. Ja, wobei, so sieht man mich schon, ne? Also aus der Third Person. Okay. Fußball fängt an. Gut, da bin ich raus. Geh einfach weiter. Nein, das macht man nicht. So. Gut, war da was. Ja, das stimmt. Blatt vors Gesicht gehauen. Ja, alles cool, Sarah. Viel Spaß. Habe ich die nicht schon gelootet? Doch, oder? Vielleicht habe ich den vergessen. So. Schiffsruf. In den Häfen einiger Städte kannst du dein Schiff zu dir rufen, wenn du dich in einer Schiffsrufzone. Ist das nicht mein Schiff? Doch. Und? Hast du deinen Vater ermordet? Stiefvater. Die Götter werden dich wohl nicht so hart verurteilen für einen Stiefvatermord. Nikolaus hat mich aufgezogen, ausgebildet. Er war mein Vater, auch wenn er mich umbringen wollte. Ich hab ihn doch nicht getötet. Das besser oder schlimmer? Egal. Deine Familie ist nicht die einzige, die kompliziert ist. Wieso sagt sie nicht, du? Ich hab ihn nicht getötet, du. Danke für dein Mitgefühl. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. ja, aber die Leute müssen doch denken, dass du ihn getötet hast. Oh Gott. Wäre es so schwer gewesen, zwei verschiedene Audio-Dinger aufzunehmen? Naja. Ich hab's nebenher laufen, ja. Wann würden wir denn Rome anschmeißen? Rake, heute nicht mehr. Das kommt Montag. Oder meinst du, wann wir das Let's Play Together machen? Das weiß ich noch nicht. Da muss ich erstmal schauen, wie es mit der Arbeit ist. National? Ja, okay, das Gut, danke für dein Mitgefühl. Danke, Barnabas. Ich kann mich glücklich schätzen, dich zu haben. Ich bin gern für dich da. Kann ich sonst etwas für dich tun? Meine Martha zu finden. Sie lebt, Barnabas. Zumindest hat Nikolaus das geglaubt. Das sind gute Nachrichten. Gesegnet sei Hera. Was nun? Welchen Kurs soll ich anpeilen? Zuerst müssen wir nach Phokis. Elpenor wollte mich dort treffen. Er schuldet mir Geld und eine Erklärung. Also gut, Cassandra. Aber lass uns gleich um die Weisheit der Pythia bitten, wenn wir da sind. Wenn jemand antwortet, sich bereithält, dann das Orakel von Delphi. Das Orakel ist gefährlich. Ich werde darüber nachdenken. Ja? Also Orakel
ist halt wirklich gefährlich. Also sobald das beeinflusst wird, also was es ja wurde, ist es ja echt seltsam, beziehungsweise sehr mächtig. Genau, ich werde aber drüber nachdenken. Ich denk drüber nach. Gut. Könige und Königinnen reisen nach Phokis, um die Pythia zu befragen. Sie kann Kriege beginnen oder beenden. Man sagt es... Ja, ich weiß. Genug Orakelgerede fürs Erste. Zurück zum Wesentlichen. Du weißt, wo du Elpenor treffen sollst, richtig? Er lebt bei der Anlegestelle der Pilger. Aber Nikolaus letzte Worte waren eine Warnung vor Schlangen im Gras. Klingt, als solltest du dich gut vorbereiten. Elpenor sollte sich gut vorbereiten. Ich bin mal sehr gespannt auf Elpenor. In Delphi, wenn die Schlangen erledigt sind. Oh, Cassandra, wegen der ganzen Aufregung hätte ich es fast vergessen. Deinem Zuhause sind schreckliche Dinge widerfahren. Der alten Hütte? Die hielt doch eh kaum einer Brise stand. Ich meinte Kephalenia. Eine Krankheit zu Oh nein! Frei. Man sagt, sie kam aus Kausos und es gebe kein Heilmittel. Viele sind schon gestorben. Malaka, der Priester hatte recht. Ein Wort von dir und wir drehen um. Oh Mann. Und segeln nach Kephalenia, wenn du willst. Danke, Barnabas. Ich denke darüber nach. Los jetzt. Elpenor wird eine Menge erklären müssen. Cool. Ja, geil. Fuck. Aber meine Idee war da ja nicht vertreten, dass man sie in Quarantäne tut. Oh Mann. Oh, schade. Gut, Helix-Credits. Ja, 200 Helix-Credits wurden dein Konto gut geschrieben. Ja, für 200 kann man ja so viel machen. Danke. So. Auf nach Phokis. Das klingt so bescheuert. Oh, Stufe 11. Ja, moin. So. Den können wir jetzt erlegen. Den können wir jetzt erlegen. So. Eine Hose haben wir bekommen. Wo ist meine Hose? Entschuldigung. Nee. Fähigkeiten. Also. Stufe 16 erst können wir das weitermachen. Kann ich. Oh Mann. Ich will mich mehr heilen können. Machen wir ein bisschen. Erhöht den Jägerschaden um 20% bei der. Ich glaube, wir machen. Oh, warte, wir wollen das mit den Tieren machen, ne? Sorry. Stimmt. Okay. Gut. Zähl mir bewusstlose Löwen, Leoparde, Löwen und Luchse. Und wie soll ich die bewusstlos machen? So, Wie soll ich die denn bewusstlos machen? Egal, ich kann's. So. Hey, moin. Notnolz. Gut. Dann, warte mal. Wir haben noch einen Söldner entdeckt. Der Flüchtige, den... ich habe ein bisschen zu weit... Hier. Lydia! Sarah! Ah, die verdorbene Närrin. Was kann sie denn? Lydia, die verdorbene Närrin, trug eine kleine, gut verschlossene Flasche mit dem Sand von Kreta bei sich. Sehr schön. Sie sagt, wenn sie immer ein klein wenig von ihrer Heimat, von ihrem Heimatland bei sich hatte, konnte ihr nichts auffallen.
Ja, und aufhalten auch nicht. Also auffallen, oh, ja, gut. Mithridatisation. Aha, geringer Schaden durch Gift, das ist gut. Herzfehler, höherer Schaden durch Attentate. Na gut. Lydia, die Lydia, die Lydia. Sehr schön. Okay, Cassandra reiste zur Anlegestelle der Pilger. Achso, bin ich schon? Genau, in Pokis, um den mysteriösen Elpenor zur Rede zu stellen und die Belohnung für den Kopf des Wolfs abzuholen. Ja, nee. Visionen und Visionäre. Ein Geist befragen. Orakel der Prophezei. Oh ja, das werde ich auf jeden Fall auch machen. So.